Dafür? Nee, es geht gar nicht. Moin, ihr Kekse, und willkommen zurück bei Christainment. Heute mit der neuen Get Digital. Die ist heute eingetroffen und wir gucken direkt rein, was drin ist. Recht groß, finde ich. Und wir haben insgesamt 1,9 Kilo. Was eigentlich Käse ist, weil das steht, glaube ich, jedes Mal drauf. Das ist so ein Standardmaß. Oder sie packen immer bis 1,9 Kilo. Who knows? Who cares? Gelle? Ich bin echt gespannt. Zettel kommt weg. Den wollen wir uns nicht angucken. Aber hier ein Kissen. Yay. Ein Kissen. Ein Kissen ist schon mal gut. Was nicht so gut ist, ist das Motiv für mich. Ich bin Imperial, wisst das schon. Dette ist aber BB-8 und hier der C3PO-Fregel und R2D2 und join the Resistance. Habt dann Knall. Ich joine nicht die Resistance hier. Also dreht der Resistenz. Resistenz? Ihr wisst, was ich meine. Es sieht nicht schlecht aus. Ist auch schön kuschelig weich. Und man kann dieses schöne Spiel machen. Man kann drauf malen. Kennt ihr so einen Stoff, ne? So ist alles weg. Und da kann man so malen. Ja, ich weiß, albern. So, ein Star Wars Kissen. Nichts für mich, weil falsche Seite. Hier ist was. Mach doch mal konsequent deine Sache durch. Tyrion Lannister. Von der HBO. Da hatten wir letztens auch was. War das denn gedigital? Ich weiß es nicht. Hier, guck mal. Das ist der kleine Tyrion Lannister als Sammlerfigur. Hoch die Dinger. Da hatten wir irgendwann, einen Gollum. Gleiche Firma, gleiche Aufmachung. Ist das eine Schachfigur oder so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Game of Thrones. Warum nicht? So, T-Shirt. Bam. Schwa. Es ist witzig. Auf jeden Fall. Ob ich es tragen würde, weiß ich nicht. Aber es ist lustig. Es ist wie ein Cthulhu-Shirt. Lasst es einfach mal wirken. Ich lasse es jetzt mal ein bisschen... Ja, also es ist quasi ein Handy-Display, was ihr tragt. Mit annehmen, ablehnen, incoming call. Wie kommt man da drauf? Ich find's gut. So, eine Serviette, hätte ich fast gesagt. Ist es ein Trockentuch? Das finde ich aber geil. Das ist ein Geschirrhandtuch. Und zwar vom Periodensystem. Okay, das ist so geekig, Alter. Das ist schon echt, das ist schon krankhaft geekig. Also wenn ihr irgendwie eine Prüfung habt oder Kinder habt, dann müsst ihr die dauernd zum Abtrocknen verdonnern, damit ihr das Periodensystem lernen und auswendig können. Das finde ich cool. Finde ich auch geil, dass man es auch benutzen kann im praktischen, also im Haushalt. Klingt ein bisschen traurig irgendwie, ne? Aber ich finde es gut. Hey, Haushalt! Uhuhu. So, noch was hier. Was ist das denn? Ist es schon wieder ein Kartenspiel? Spielbereites Deck enthält ein einzigartiges spielbereites Deck. Was ist das? Keyforge. Ruf der Archonten. Ein Unique Game von Richard Garfield. Kenne ich nicht. Sagt mir echt gar nichts. Vielleicht kennt das einer von euch. Wenn ihr wisst, was das ist, oder es schon mal gesehen habt, das muss ich jetzt aufreißen, das ist natürlich doof, dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare verewigen, weil mir sagt das gar nichts. Aber ich bin doch jetzt so ein Grafikopfer. Ja, ich lasse das jetzt mal zu. Das sind Spielkarten von irgendeinem Ding. Wenn jemand sich dafür interessiert, ihr könnt mir gerne Bescheid sagen. Die Packung sieht schön aus. Das war es dann aber auch, was ich dazu sagen kann. Also ein schönes Kartenspiel. Komm. Na endlich, das ist doch mal richtig geil. Der ist aber gut im Futter, der Typ, der Ben. Ben und Beverly und Pennywise. Das finde ich sehr geil. Übrigens, das ist hier Reaction, was ist denn das? Egal. Es sind Actionfiguren von It oder von S.
Da gibt es vier Dreierpacks. 12 Figuren insgesamt. Und das S ist immer dabei. Das finde ich richtig gut. Und es ist unpunched. Wenn ich weiß, was unpunched heißt, auf meinem Kanal gibt es sogar ein Video, wo ich sowas erkläre. Sammlerwissen Teil 1 heißt das. Das finde ich richtig gut. Ich mag Actionfiguren in solchen Boxen. Es ist viel zu selten, dass Actionfiguren drin sind. Das finde ich klasse. Ich sammle die nicht, aber ich finde die trotzdem richtig gut, dass die drin sind. Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch da draußen das richtig feiern, dass das da drin ist. Und sind auch geil bedruckt. Sieht auch ganz gut aus. Und die haben Gelenke, bis der Arzt kommt. Also nicht diese Reaction-Figuren, die nur so machen können. Und die Beine mache ich jetzt nicht, weil da falle ich hin. Die haben auch Ellbogen, Kniegelenke, Hüfte sehe ich jetzt hier gerade nicht, weil die hat ein Kleid an, die hat eine Hose drüber und ja. Aber da ist schon ordentlich Bewegungspunkte mit drin. Das finde ich echt gut. Komm, hier haben wir noch was. Ach hier, nee, das ist das Heft. Dann war der Zettel irgendwie eine Werbung. So, noch mehr. Aufkleber. Glaube ich. Nein. Der Spruch ist geil. Das ist richtig gut. Aufräumen muss man erst, wenn das WLAN-Signal nicht mehr durchkommt. In Verbindung mit dem Geschirrtuch mega. Das finde ich richtig geil. Also das ist auch schön gemacht. Es ist kein Aufkleber. Das ist ein sehr hochwertiger Druck. So ein Fotodruck, würde ich fast sagen. Fühlt sich an wie Fotopapier. Aber das ist der Spruch. Ah, ich mag die Jungs und Mädels. Guck mal, ist hier noch so ein Unique-Trick? Ach, guck mal. Ich habe noch ein zweites Deck übrigens. Ach komm, dann kann ich das auch aufmachen. Das sind coole Grafiken auf jeden Fall. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich eh nicht. Coole Grafiken drauf und ich denke mal, dass ich hier den QR-Code scannen könnte da drauf und dann sind da die Regeln verewigt. Ja, und davon habe ich jetzt 2 Packungen. Ich denke mal, die werden in das Gewinnspiel mit einfließen. So, wo ist die Tüte? Ha! Da ist die Tüte. Ist wieder Süßkram, wie es anfühlt. Und ein Aufkleber. Think like a Proton. Always be positive. Weil Protonen positive Ladung haben. Stimmt das? Also think positive like a Proton. Dann keep calm and demand trail by combat. Könnt ihr nicht lesen. Keep calm and demand trail by combat. Und wir haben noch hier diese so kleine Bällchen. Das sind, wie heißen die? Bolonchas. Bolonchas. Kind, das, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich denke mal, es ist so ähnlich wie bei uns die Wunderbälle. Das sind so Dauerdinger. Oder Gaumenbrecher, Gaumenknacker, so hießen die früher. Ich weiß es nicht genau. Achso, ist noch was drin. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Wer ist er denn? Cut Punch Board. Cut Out Punch Board. What? Achso, haha. Ich denke mal, das sind die Regeln. Also das ist das Spielbrett, da könnt ihr was ausschneiden für das Spiel. Und hier ist das Regelwerk. Version 1.6, Juli 2020. Das lese ich mir jetzt sicherlich nicht durch. Nein, das mache ich nicht. Also das ist das komplette Spiel. Schick. Aber es gibt genug Leute, die sowas Spaß haben. Ich habe ja schon Gwent nicht verstanden. Bei The Witcher 3, ich kann das Spiel nicht. Ich bin zu doof dazu. Ich verliere dauernd. Nein, einmal habe ich gewonnen. Von 10 Spielen habe ich einmal gewonnen. Und danach hatte ich nie wieder Bock dazu. Deswegen kann ich auch die Erfolge, Trophäen nicht freischalten, weil ich das nicht mehr spiele. So. Dafür haben wir genug andere Sachen von GetDigital gesponsert bekommen, die da in diese schöne Box in die Gewinne reinlaufen. So, wir fangen direkt mal an. Das Spiel. 2 Keyforge-Kartendecks kosten 18 Euro. Die Actionfiguren kosten 18 Euro. Das ist. Alter Falter. Das ist ein Geschirrhandtuch. Das kostet 12 Euro. Ganz ehrlich, nie im Leben hätte ich mir das gekauft. Deswegen ist es so cool, dass es solche Boxen gibt. Da bezahlt ihr einmal einen höheren Betrag und kriegt sowas dazu. Was ihr euch hier, was ihr nie gekauft hättet. Das Shirt kostet 17 Euro. Die Lannister-Figur, da gibt es übrigens 3 verschiedene. Einmal im Becher, den habe ich. Wollen wir die irgendwas sagen? Da gibt es noch einen mit einer Schale und einen mit der Axt und seiner Rüstung.
So, das Kissen, na, war ja klar. Ne? Es gibt vier verschiedene Kissen. Einmal Join the Resistance, dann eins mit Kylo Ren, was auch nicht so geil ist, dann eins mit Kylo, mit komplett Star Wars, wo Kylo in der Mitte ist und bla bla, und dann eins mit Troopern. Gut, sind Episode 7 Trooper, aber immerhin sind es Trooper. Kostet übrigens 9 Euro. Der Button kostet 1,50. Das WLAN-Gedöns hier kostet 1 Euro. Übrigens, die Dinger kommen aus Mexiko. Okay. Das werde ich gleich mal ausprobieren. Und das auch geil. Auch wenn man als Mitteleuropäer bei dem Geschmack von salzigem Tomatengewürz Melone-Bonbons vielleicht erstmal verwirrt sein mag, sind die in Mexiko eine Delikatesse. Da bin ich mal gespannt. Der Sticker kostet 1 Euro. Und das war's. Cool. Sehr bunt gemischt, also breit gefächert. Die Seite finde ich mega gut. Damit kann ich gar nichts anfangen. Das finde ich nur so... Achso, das war darüber. Finde ich auch geil. Das Kissen. Es ist ein schönes Item. Mir gefällt das Motiv nur nicht. So, jetzt bin ich mal auf dieses... Oh, das riecht nicht lecker. Das riecht echt nicht lecker. Na gut. Boah, verwirrt? Haben die geschrieben, verwirrt oder irritiert? Also ich bin nicht verwirrt und auch nicht irritiert. Ich bin angeekelt. Boah, ist das eklig. Okay, wenn man drauf gibt, ist es dann geht, dann kommt die Melone raus und Zucker. Aber, nein. Dafür? Nee, das geht gar nicht. Und so ein bisschen sauer. Also, ihr habt vielleicht sehen können an meiner Reaktion. Mir schmecken sie nur dezent. Aber das ist ja Geschmackssache. Oh, Alter, ich muss sowas trinken, weil... Wenn es euch gefallen... Entschuldigung. Lasst mir einen Kommentar, wie ihr die Box gefunden habt. Und wenn ihr diese Box gegessen habt, wenn ihr euch jetzt noch traut, sagt mir mal, wie ihr die gefunden habt. Also wie es euch geschmeckt hat. Ob es euch wirklich geschmeckt hat. Ob es Menschen gibt hier, dem das Zeug wirklich schmeckt. Der kann sich die hier persönlich abholen. Eieiei. Ansonsten lasst gerne einen Daumen da. Guckt nochmal ins Gewinnspiel. Das läuft bis Sonntagnacht, glaube ich, noch. Und bis dahin sage ich einfach mal, vielen Dank fürs Zugucken. Lasst ein Däumchen da, einen Kommentar und natürlich ein Abo, wenn ihr noch keins habt. Bis zum nächsten Video, sage ich mal. Bis dahin, entspanntes Tschüssikowski und State Nerdy. Ihr Kekse.